Wir sind Gamer. Ihr seid Gamer. Und wir Gamer sind schon eine ganz, ganz tolle Spezies, keine Frage. Aber mal so von Gamer zu Gamer. Wir sollten mal dringend miteinander reden. Und deshalb präsentieren wir euch die Top 7 der Dinge, die uns im Moment am meisten in Games auf den Sack gehen. Ihr habt es doch auch schon gemerkt. Irgendetwas stimmt mit Games momentan nicht. Nur was? Finden wir es heraus. Ihr kennt das alle, Bugs und Glitches in Spielen. Ihr wisst schon, das Nebenprodukt unfertiger Spiele. Nur warum? Könnte es sein, weil dein Quest nicht mehr funktioniert? Könnte es sein, dass es dich komplett aus der Spielwelt rausreißt? Könnte es sein, dass dein Spielstand so groß geworden ist, dass du nicht mehr vernünftig das Spiel laden kannst? Oder könnte es sein, dass es dich ein wenig verstört, wenn du durch Assassin's Creed Unity läufst und auf einmal... Oh mein Gott! Holy fucking shit, was ist das? 2014 war das Jahr der unfertigen Spiele. Bugs, Glitches, überall. Nur weil die Hersteller einen bestimmten Termin hatten, den sie unbedingt einhalten müssen, damit ihre Bosse eine Menge Geld scheffeln können. Hey, das Spiel ist total unfertig. Ist egal, sie klatschen einfach 60 Euro drauf. Assassin's Creed, die Spaß, die kaufen das schon. Jo, so stelle ich mir ein funktionierendes Spiel vor. Ja, genau. Ja, das muss so aussehen. Was ist daran falsch? Keine Ahnung. Einwandfrei. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass Menschen sich so verhalten sollen. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber Montag passiert mir immer genau das Gleiche. 3, 2, 1, puff! Also ich habe ja schon mal von dieser sogenannten Todesstarre gehört, aber das ist jetzt wirklich vollkommen lächerlich. Oh Baby, wir brauchen uns nicht ausziehen. Ich küsse dich einfach durch meine Kleidung durch. Ach, der ist doch überhaupt nicht tot. Totaler Quatsch, der macht eine Rave-Party. Und das ist der Grund, warum ich keine Kinder haben will. Die Patches liefern wir nach. Vielleicht. Und das Problem daran ist, die Leute kaufen es auch noch. Es muss mal wirklich ein Zeichen gesetzt werden. Wenn ein Spiel unfertig ist, kauft es nicht. Die Hersteller sollen sich gefälligst noch mal ein halbes bis ein Jahr Zeit nehmen und ein Spiel rausbringen, was funktioniert. Fanboys, das sind Typen, die ihre Lieblingsspiele oder ihre Lieblingskonsole unbedingt vor allem beschützen und in den Himmel loben müssen. Dabei flamen sie die ganze Zeit nur rum und gehen einen auf den Sack. Und wirklich, diese Diskussion, ob jetzt Konsole oder PC die bessere Spielvariante ist, die hatte ich schon vor 10 Jahren und sie interessiert mich einfach nicht. Spielt einfach, worauf ihr Bock habt und lasst vor allem den anderen Leuten den Spaß an ihren Spielen. Aber woher kommt dieses Phänomen Fanboys eigentlich? Ich habe da eine eigene Vermutung. Nämlich, dass Mami und Papi nicht genug Geld haben, um dir alle Konsolen zu kaufen. Deswegen musst du dir zu Weihnachten eine aussuchen und das muss dann aber auch der Sieger sein. Und damit du der Coolste überhaupt bist, musst du es auch alle wissen lassen. Nee, echt, lass einfach. Fanboys sind Kacke. Aber Fanboys sind gar nicht das eigentliche Problem. Die ganze Gamer-Szene ist am Arsch. Habt ihr das mit Gamergate mitgekriegt? Nee, was war denn da nochmal? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich glaube, da war irgendwas mit Sexismus im Videospiel, Integrität des Videospieljournalismus und alle keifen sich an und keiner weiß, was abgeht. Und wen interessiert das alles? Können wir nicht einfach nur zocken? Ich kann euch vollkommen verstehen. Ihr wollt das Spiel haben, genau in dem Moment, wo es rauskommt. Und genau aus diesem Grund bestellt ihr vor. Und das tut ihr natürlich gerne, weil nur wenn du vorbestellst, bekommst du dieses kleine minimale Taschenmesser, das du sonst niemals in diesem Spiel bekommen würdest. Oder dieses eine kleine Quest, was eigentlich jeden anderen am Arsch vorbeigeht, welches ihr sonst gar nicht hätte spielen können. Und wozu führt das? Genau! Dass die Hersteller sich denken, das können wir auch jetzt schon raushauen, gekauft wird's eh, hat ein paar Bugs und Glitches, macht ja nichts. Ich meine, warum sollte ich Reviews abwarten, die sagen, dass das Spiel total verbuggt und unspielbar ist? Hauptsache, ich habe es in der ersten Sekunde. Microtransactions. Wenn ihr zum Beispiel bei Hearthstone ein Kartenpaket kauft, das ist schließlich auch ein Trading Card Game, also völlig okay, oder bei League of Legends einen neuen Skin, der das Spiel gar nicht beeinträchtigt, aber verdammt cool aussieht, dann habt ihr so kleine Zahlungen getätigt. Halt Microtransactions. Ist an und für sich ja auch okay, jeder kann mit seinem Geld ja machen, was er möchte. Aber was viele Games versaut, das ist Pay to Win. Das bedeutet Geld für Spielinhalte ausgeben, die einem einen gewissen Vorteil verschaffen gegenüber den Leuten, die kein Geld ausgeben möchten. Zum Beispiel durch neue Waffensets oder Character Skills oder whatever. Das bedeutet, der mit der dicksten Brieftasche ist auch der mit den dicksten Eiern im Spiel. No skills, just money. YOLO. Ich finde, das ist ein dickes Fuck you der Industrie in die Gesichter aller Gamer. Und meiner Meinung nach sollten wir alle darauf scheißen und für so einen Quatsch kein Geld ausgeben. Na, freut ihr euch schon auf den nächsten Assassin's Creed Teil? Wenn ja, warum? Ohne Scheiß, es spielt zwar immer irgendwo anders und die Umgebungen sehen meistens klasse aus, aber es ist immer und immer wieder das gleiche Spiel. Naja, das Charakterdesign verändert sich auch manchmal ein bisschen. Oh mein Gott, und das beste Feature, was man letztens bei Assassin's Creed eingefügt hat, war, dass man an unsichtbaren Wänden hochklettern kann. Das ist natürlich komplett möglich. Ich weiß überhaupt nicht, warum sich Leute darüber beschweren. Das sieht vollkommen normal aus.
Ich kann die Hersteller ja verstehen. Du hast ein Spiel entwickelt, das auf einmal alle mögen. Darum muss noch ein Teil rauskommen. Und noch ein Teil. Und noch ein Teil. Und noch ein Teil. Weil hey, wenn es einmal funktioniert, dann funktioniert es bei den anderen Teilen doch bestimmt auch einwandfrei. Yeah! Geld regiert die Welt. Das hört sich jetzt nach totalem Gehater an, aber seid doch mal ehrlich. Wollt ihr nicht lieber mal ein Jahr länger auf ein Spiel warten, das danach viel besser ist, anstatt immer wieder jedes Jahr das gleiche Spiel zu spielen, welches ein bisschen besser mit der Grafik ist und hey, das neue Call of Duty hat jetzt Doppelsprung. Yay! Wisst ihr noch, wie begeistert ihr wart, als ihr den ersten Trailer von Final Fantasy 13 gesehen habt? Wisst ihr noch, als ihr total gehypt war, als ihr den ersten Gameplay-Trailer zu Aliens Colonial Marines gesehen habt? Na, könnt ihr euch noch dran erinnern? Dieses Gefühl, diese totale Vorfreude und dann diese totale Enttäuschung, als das Spiel endlich rauskam? Ja, das war jetzt nicht ganz so, wie ihr uns das angekündigt habt, oder? Sowas nennt sich dann Renderblender. Oh, das ist ja kein Problem, weil du hast es ja trotzdem gekauft, weil du hast vorbestellt. Ach ja, komm, die Bugs und Glitches, die stören ja auch weiter gar nicht. Hello my baby, hello my honey, hello my ragtime gal, send me a kiss by wire, baby my heart's on fire. Die beeinträchtigen ja auch gar nicht das Gameplay oder so. Ich weiß, wir Gamer können ja schon richtige Grafikhuren sein. Aber liebe Entwickler, glaubt ihr nicht, dass wir ein bisschen enttäuscht sind, wenn das Spiel dann rauskommt und nicht so ansatzweise so aussieht wie im Trailer? So ein bisschen? Aber ist ja auch gar kein Problem, denn zum einmaligen Pay-to-Win-Preis von nur 49,99 zuzüglich zum Kaufpreis könnt ihr die Grafik so genießen, wie wir Entwickler sie ursprünglich angedacht haben. Oh mein Gott, shut up and take my money! Hier, ja. Also liebe Gamer, lasst euch nicht verarschen und wartet zu einem neuesten Spiel immer die ersten Reviews ab. Und schreibt mir in die Kommentare, was war das letzte Spiel, von dem ihr total enttäuscht war, als es rausgekommen ist. Und macht einen Daumen rauf, denn unser Gameplay ist immer noch das Beste. Und vergesst nicht zu abonnieren, weil unsere Grafik kann nur besser werden. Hier geht's nochmal zum letzten Apple War. Oder ihr Freunde könnt ihr gucken, was mich an Drachen in Spielen ankotzt. Das war's von uns. Ihr bestellt schön vor. Und wir machen einen Abgang.